Hey und herzlich willkommen zu Part 43 von Let's Play The Sims 3 Lebensfreude. Wir sind hier zurück bei Familie Harris und ja, ich nehme endlich wieder auf. Entschuldigung, dass die letzten Tage nichts kam. In dieser Zeit haben wir dann tatsächlich die 15.000 Abonnenten erreicht. Ich habe es ja schon im letzten Part gesagt, aber da war es noch nicht der Fall. Aber jetzt ist es der Fall und deswegen sage ich an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Und wir sind jetzt 2 Jahre dabei. Also vor 2 Jahren habe ich den ersten Part von Let's Play The Sims 3 Lebensfreude hochgeladen. Also die Familie Harris ist jetzt 2 Jahre alt. Echt verrückt und wir sind hier immer noch in der 2. Generation und bald vielleicht sogar in der 3. Ich habe nämlich heute ein bisschen Pläne geschmiedet, weil ich habe nämlich, Ruby war ja gestern bei Nate und Nate hat ja auch eine Schwester, die gute Mia. Und die habe ich umgestylt und Leute, oh mein Gott, sie ist so schön. Ihr könnt das vielleicht schon ein bisschen erahnen hier unten an dem Bild, aber sie ist so wunderschön. Also wirklich so vom Sim aus, also ich habe gar nicht viel gemacht, sie ist einfach wunderschön. Und deswegen habe ich mir gedacht, Levi hat zwar eine Freundin, aber wie wäre es denn, wenn da so ein bisschen was dazwischen kommt? Ich weiß noch nicht, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen was im Hinterkopf, weil Mia möchte ich auf jeden Fall in meiner Familie mit drin haben. Wow, sie ist einfach der Kracher. Ich finde, sie sieht so gut aus. Ich glaube, sie ist der schönste Teenager, den ich je bei Sims gesehen habe. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Familie Harris ist hier schon wide awake und ich glaube, es sind alle wach, außer Abby. Na, Abby ist auch schon wach, sehr gut. Und Mikey, schläfst du noch? Ja, er schläft noch. So, jetzt kann ich es auch mal kurz ansprechen. Ich habe ja im letzten Part gefragt, wie wäre es denn, wenn wir noch ein Baby machen würden? Und dann gab es sogar Umfragen auf Snapchat, sage ich auch schon, auf Instagram von Fanpages, die gefragt haben. Weil, ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, alle Charaktere von der Familie Harris haben einen eigenen Instagram-Account. Also die habe ich nicht erstellt, sondern Zuschauer von mir. Und ich finde das so cool. Und dann posten die da halt immer so Bilder aus der Sicht von den Personen, zum Beispiel, dass Ryan dann halt ein Bild postet, dann wurde halt geschrieben, ich weiß nicht mehr, von Ryan oder Abby, ja, wollt ihr, dass wir noch ein Kind kriegen? Also aus der Perspektive von den Charakteren und das fand ich so super cool. Also sucht am besten auf Instagram einfach mal so Ryan Harris, Abby Harris und ja, sowas. Jetzt soll ich mich gerade mal umdrehen. was wollte ich gerade noch sagen? Ach ja, und da wurde auf jeden Fall geschrieben, das haben alle geschrieben, oh mein Gott, ja, bitte noch ein Kind und ich will's ja auch. Ich meine, wir haben hier noch ein paar Räume über. Wir haben da hinten noch einen Raum über und über uns auch haben wir noch einen ganzen Raum. Das schreit doch förmlich nach einem Kind. Und ich weiß, es ist dann ein riesengroßer Haushalt, aber ich möchte so gern. Ich möchte wirklich so gern. Deshalb werden wir das auf jeden Fall dann in den nächsten Tagen in Angriff nehmen. Mikey wird in 4 Tagen zum Kind. Wartet mal kurz. Ja, okay, er wird in 4 Tagen zum Kind. Ich würde sagen, wir warten noch bis er kurz davor ist, ein Kind zu werden. Also vielleicht noch so 2, 3 Tage. Damit wir hier nicht 2 Kleinkinder haben, weil ich glaube, das wäre zu stressig bei so vielen Sims in einem Haushalt. Ja. Okay, dann starten wir jetzt mal hier ins Let's Play. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt ja, wie lange nicht aufgenommen? 4 Tage, 5 Tage. Ich habe die Familie auf jeden Fall vermisst. Ich liebe die Familie Harris einfach. Das ist mir einfach nochmal bewusst geworden, wo ich jetzt so ein bisschen eine Zeit lang nicht aufgenommen habe. So, Riley ist hier schon fertig. Was macht sie? Was tust du? Warum gehst du raus? 2-mal die Hände waschen. Warum? Was ist das? Warum machst du das? Ich meine, okay, kannst du gerne machen. Geh dir deine Hände waschen. Kannst du auch die Zähne putzen? Dann, ach, weil sie neurotisch ist. Deswegen wollte sie das Becken überprüfen. Und sie möchte Geschirr spülen, das kann sie auf jeden Fall auch machen. Ryan, was machst du da? Leer den Kühlschrank aus. Es ist verdorbenes Essen da. Ich glaube, er muss auch gleich arbeiten. Ja, in 3 Stunden muss er arbeiten. Sehr gut, dann macht er das auch. Und er muss hier wieder ein bisschen dran all den ganzen Sachen arbeiten. Okay, der Schulbus ist jetzt auch schon da. Das erleichtert mir dann immer ein bisschen meinen Tag. Ich hoffe, Ruby ist mit ihren Hausaufgaben fertig geworden. Ah, nicht ganz, aber es passt schon. Und Levi hat, glaube ich, hat es gerade beendet. Das ist sehr gut. Riley ist schon auf dem Weg. Super duper, das freut mich doch. Dann haben wir hier nämlich schon einiges aus den Füßen. Ich habe übrigens heute frei, das ist sehr schön. Wir haben nämlich heute pädagogischen Tag bei uns in der Schule, also Studientag. Und deswegen kann ich den ganzen Tag aufnehmen. Und ich habe übrigens gestern auch auf Nas Live ein neues Video hochgeladen. Also,
Nein, ihr küsst euch jetzt nicht, ihr müsst es jetzt aufräumen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut da doch auch mal vorbei. Ist das Ellen? Ist es Ellen? Es ist Ellen, oder? Hallo, ich möchte wissen, ob es Ellen ist. Ich glaube, er geht gerade auch zu seiner Arbeit, richtig? Ja, es ist Ellen. Hi, Babe! Na, wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Sieht's gut aus? Wie vor 30 Jahren. Oh mein Gott! Ein Chinchilla! Ich hatte noch nie einen Chinchilla bei Sims. Ryan, das wirst du sowas... Oder sagen wir Abby. Abby kann das fangen. Hoffentlich kriegt sie das und dann kann sie das irgendwem schenken. Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ich finde Chinchillas so niedlich und ich wusste nicht, dass es sie bei Sims gibt. Oh mein Gott, ist das süß. Abby, bitte fang es. Ja! Ja, wir haben einen Chinchilla. Und es ist selten. Wow, es kostet 970 Simoleons. Die Spezies Nagetier nimmt in ihrer Unterordnung die Position selten ein. Yay! Oh mein Gott, und jetzt wünscht sie sich ein Terrarium zu kaufen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich wollte aber gerade noch was sagen. Auf jeden Fall, ich habe ein neues Video hochgeladen auf Ninas Live. Da könnt ihr vorbeischauen. Aber es gibt noch eine freudige Nachricht, die ich auch unbedingt hier verkünden muss. Und zwar betrifft das meinen Merch. Im kompletten Dezember gibt es 20% auf alles. Wirklich auf alles. Und so kostet zum Beispiel der Hoodie statt 40 Euro nur noch 30 Euro. Und das, finde ich, ist ein mega guter Preis, weil ich liebe den Pulli einfach. Ich trage ihn fast jeden Tag. Okay, wenn er dreckig ist, dann nicht. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Und, ja, es sind einfach mega, mega gute Angebote bei Elbster. Also, falls ihr Interesse habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Und es gibt auch noch einen Adventskalender ab heute. Und da gibt es auch Dinge von mir zu verlosen. War das richtig? War das deutsch? Ich glaube schon. Ich sage euch dann noch genauer Bescheid an den Tagen, wo etwas von mir verlost wird. Aber an den Tagen, wo nichts von mir verlost wird, werden trotzdem Gutscheine verlost. Das heißt, ihr könnt da trotzdem dann Sachen mit dem Gutschein von meinem Shop kaufen. Aber es gibt auch andere Sachen von Tyrafine und von Zockermimi. Und ich weiß nicht, was alles noch. Also guckt auf jeden Fall vorbei. Es gibt so, so coole Weihnachtsangebote. Das ist, glaube ich, auch der erste Link in meiner Infobox. Also, ja. Und weil viele mir nämlich auch geschrieben haben, dass sie sich unbedingt was von mir zu Weihnachten wünschen, das ist jetzt der Augenblick für euch alle, weil 20% ist echt cool. Der Anblick war einfach fantastisch. Die Bibliothek. Ach ja, sie hat ja einen Streich gespielt. Die Bibliothekarin paddelte auf einem neuen. Auf einem alten Holztisch durch die Flure des unteren Stockwerks, um es bis in die Toiletten zu schaffen. Der Tag, an dem die Rohre platzten, würde nie vergessen werden. Hoffentlich kann dein Sim ein Geheimnis wahren. Natürlich kann Riley das. Oh mein Gott. Wir müssen 1338 Simoleons an Rechnungen bezahlen? Was ist das denn? Was haben wir bitte für ein Haus? Sind du der kleine Nemo rennt hier rum, wie süß. Okay, wir müssen jetzt schnell ein, ja, ist mir egal. Ein Terrarium kaufen, sonst rennt uns der Chinchilla nämlich weg. Wer hat den Chinchilla verdient? Eigentlich Riley, weil Riley... Oh nein, Mann, ich wollte nicht zu ihr. Weil sie ist immer so einsam und so. Oder sollen wir den Chinchilla einfach hier so in das Zimmer stellen? Aber dann wird er so wenig beachtet, das weiß ich jetzt schon wieder. Eigentlich hat Riley den Chinchilla verdient, oder? Warte mal. Ist hier irgendwer... Nein, es ist niemand tierfreundlich, oder? Tierfreundlich. Tierfreundlich. Aber Ruby hätte das... Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die sich da so besser drum kümmern könnte. Ah, nein, komm, wir geben ihn Riley. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es gut zu ihr passen wird, wenn die dann so einen Chinchilla hat, der so ihr Best Friend forever ist. Ja, ja, das machen wir. So. Wo ist hier das Terrarium? Schlangenterrarium, Nagetierterrarium. Aber ich will das in einer anderen Farbe. Ach, das kann ich auch noch nachträglich machen. Stellen wir es so hier hin. Ja, guck mal, das passt doch perfekt. Dann nehmen wir die Farben von diesem und übertragen das. Sehr schön, oh mein Gott. Yay, und dann kann, wie heißt du? Abby, den Chinchilla hier reinlegen. Und ihr müsst mir dann jetzt in die Kommentare unbedingt einen Namen für den Chinchilla schreiben. Irgendwas mega, mega Süßes, so einen richtig niedlichen Namen und vielleicht auch einen ausgefallenen Namen. Aber so richtig süß, also jetzt nicht unbedingt so... Chinchilli oder Nagi oder Nussi. Ich weiß nicht. Also irgendeinen richtig coolen Namen. Schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Oh mein Gott. Das ist so süß. Das ist so süß. Guckt ihn euch an. Oh mein Gott.
mein Gott, du bist so süß. Oh, nimm ihn bitte nochmal auf den Arm. Ich möchte ein Bild davon machen. Mach ein Bild. Nimm. Nina, halt einfach deine Schnauze. Entschuldigung, ich bin eben erst aufgewacht. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh, ich brauche unbedingt ein Bild von von dem Chinchilla. So. Nein, man sieht das Chinchilla nicht. Kannst du es bitte so halten, dass man es auch sieht? Geh mal hier hin mit dem Chinchilla. Dankeschön. Das reicht schon. Oh, dahinter ist ein Spiegel. Wow. Oh, das ist so süß. I can't get over it. Oh, I love it. So ein süß. Hör auf, deinen Chinchilla. Hast du ihn jetzt in die Hosentasche gesteckt? Steck ihn wieder. Tu ihn wieder da rein. Kann man das hier auch kaufen? Nein, kann man nicht, ne? Man kann das nur finden, meine ich. Ich hatte noch nie einen Chinchilla. Das ist einfach so super. Okay, er hat alles, was er braucht, ne? Mein Leben ist einfach wundervoll. Okay, so, jetzt widmen wir uns hier mal wieder den wichtigen Dingen. unserem kleinen Mikey Boy. Ups. Was braucht er denn? Er braucht erstmal was zu futtern und ein bisschen Aufmerksamkeit. Oh ja, das muss auch gelehrt werden. Aber erstmal gehe ich jetzt hier, gehe ihm eine Runde kuscheln und danach füttern wir ihn auf den Boden. Ach so, Ryan ist schon arbeiten. Er hat nicht gegessen. Macht nichts. Okay. Dann würde ich mal sagen, überspringe ich, bis die anderen aus der Schule kommen, weil sonst ist das hier wieder alles viel zu langweilig. Okay, bis später. Okay, die Kids sind wieder aus der Schule da. Also, ne? Die großen Kids. Okay, wir haben ja gerade keine kleinen. Oh, Nina, was laberst du eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Abby hat hier in der Zeit das Klo repariert, weil das war schon wieder verstopft. Aber ich meine, bei so vielen Popos bleibt es nicht aus. Ich habe mir gedacht, Ruby könnte ja jetzt nochmal so auf ein geheimes Date mit Nate gehen, dass sie sich irgendwo so geheim treffen, weil das darf ja halt keiner sehen. Die dürfen ja noch nicht merken, dass sie etwas anbändeln, weil auch wenn wir die schon eingeladen haben, ich glaube nicht, dass Ryan das gefallen wird, dass Ruby mit dem Sohn der Affäre seiner Ex-Frau was macht. Wow, das war wirklich kompliziert. Deshalb werden wir ihn jetzt einfach mal anrufen und ihn irgendwo einladen. Vielleicht an diesem abgelegenen, an den Evansdale Falls oder an den Goshen Falls. Aber ich glaube, Evansdale Falls gefällt mir noch besser, weil es einfach mega schön ist. Okay. This Hangout has a fire pit, juice cake, grilling area. Da kann man voll cool eine Party eigentlich feiern. Aber wir gehen da zum Chillen. Oh yeah, wow, das ist echt ein schöner Berg hier. Kann man hier oben eigentlich hin? Ich möchte hier mal hin oder so. Klar, hört sich gut an. Bis dann. Yay, das ist sehr schön. Das freut uns alle sehr. So, Levi macht schon fleißig seine Hausaufgaben. Das ist auch sehr schön. Abby räumt auf. Ryan kommt auch gerade nach. Ach, der ist schon zu Hause. Sehr gut. Warte mal. Ryan könnte eigentlich Levi jetzt weiter das Fahren beibringen. Geht es den beiden gut? Ja, guck mal, es geht ihm prächtig. Dann kann er das doch mal machen, damit wir das auch mal aus den Füßen haben. Ich meine, wir sind da schon seit einer Ewigkeit dran. Oh, kleiner Nemo, du bist so süß. Du bist einfach so süß. Geh weg, was willst du? Oh, Pippi nervt mich so. Also der imaginäre Freund. Sie möchte ein Wildpferd beobachten. Nemo will Aufmerksamkeit. Ja, gib ihm Aufmerksamkeit. Mach ein bisschen streichel, streichel. Mach ein bisschen lecker, lecker. Mach ein bisschen Hand beschnüffel, schnüffel. Und ein bisschen rede. Oh, ist mir egal. Und ein bisschen jagen, jagen. Hör auf, Nemo, benimm dich. Benimm dich. Okidoki, Antischoki. Die zwei sind jetzt hier auf Tour. Oh, guckt mal, wie knapp das ist. Okay, ich glaube, heute bekommt er seinen Führerschein. Bist du schon angekommen? Bei den Evansdale Falls? Mit deinem zukünftigen Bay. Oh yay! Levi Harris hat seine Fahrererlaubnis gemacht und darf nun ohne erwachsene Aufsichtsperson ein Fahrzeug führen. Genieße deine neue Freiheit. Du hast es verdient. Yay! Das ist so cool. Levi hat seinen Führerschein. Wuhu! Oh, ich liebe es hier. Das ist einfach so cool. Okay. Okidoki, Antischoki. Dann seid ihr jetzt auch hier bereit, ne? Aber erstmal. Oh, ich hoffe, hier kommt jetzt niemand anders hin. Hi, what's your name again? Nate.
Babe. Alles klar. Nein, noch. Aber so weit sind wir noch nicht, sage. Hi, na, wie geht's? Was machst du? Zoe! Was machst du hier? Geneva Balkau möchte wissen, ob Brian Harris an einer Verabredung interessiert ist. Nein! Zoe, was. Nein! Auch Alfonso! Wollt ihr jetzt etwa hier auch ein romantisches Date haben oder was? Hoffentlich verrät Zoe nicht. Aber eigentlich ist Zoe ja die coole Tante, ne? Deswegen hoffe ich mal, dass sie nichts sagen wird. Aber. Sena Bubi. Nein, ihr redet nicht über Bubis. Ach Gottchen, das ist so süß. Die passen aber auch einfach zusammen wie die Faust aufs Auge. Zoe, geh bitte weg. Knutsch mit Alfonso oder so. Okay, tanzt ruhig. Dann tanzt halt. Okay, Ich traue mich jetzt nicht mit ihm romantisch zu werden, wenn Zoe dabei ist. Egal, scheiß drauf. Wir machen es, wir gehen es langsam an. Wir flirten ihn kurz an. Warum? Oh. Weil sie mürrisch ist. Ach ja, das wollten wir noch ändern. Ach ja, ach ja, ach ja. Ganz viele haben geschrieben, dass wir ihr das Merkmal athletisch geben sollen, weil ihr das cool fandet. Nee. Das ist eine Lüge. Ist eine Lüge. Warte mal. Hier gehen wir drauf. Ich muss mal ganz kurz in die Kommentare gucken. Okay, jetzt habe ich es wieder, was ich nämlich cool fand. Es haben manche geschrieben, weil sie ja jetzt auch den Lebenswunsch hat, dass sie Sängerin werden wird, möchte werden, ja, dass wir ihr das Merkmal Virtuosin geben, weil sich das ja auch in der ersten Generation der Harris-Familie so durchgezogen hat. Da hatten das ja alle und jetzt in der zweiten Generation haben wir das so gar nicht. Deswegen haben dann manche geschrieben, dass es cool wäre, wenn sie das Merkmal auch hätte, damit wir so eine Person haben, die das so weiter durchsetzt. Und ja, das läuft ja Hand in Hand mit der Sängerkarriere, deswegen machen wir das einfach. Dann können wir da nämlich auch ein bisschen rumjizzeln. Okay. Die da, halt aber deine Schnitz. Ah, guck mal. Nicht so gut. Warte mal. Ich kann gerade irgendwie nicht denken. Was wollte ich gerade noch machen? Was wollte ich tun? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Egal. Ach ja, ich wollte gucken, welche außerschulische Aktivität sie hat. Was hat sie denn? Was macht sie? Ja, super. Ich weiß auch nicht, was sie macht. Ach, ist doch egal. Sieht ganz aus, als würden Ruby und Nate miteinander anbändeln. Okay, und Tante Zoe und Onkel Alfonso are watching. Oh mein Gott! Das ist Alfonso! Ich habe das gar nicht gemerkt. Es sind Alfonso und Zoe. Alfonso ist mit Ivy zusammen und Zoe ist mit Cosmo zusammen. Warum sind die beiden hier an so einem einsamen See und tanzen? Oh Gott. Okay, ich hoffe, da passiert nichts anderes. Und ich sag eben noch, küsst euch oder so. Oh nein, küsst euch definitiv nicht. Ich hoffe, da passiert nicht mehr. Ich hoffe, die sind einfach nur hier so zum Chillen. Von Musik schwärmen. Ja, ja, okay. Mach das mal. Aber wir machen ihm mal Kompliment über sein Aussehen. Hey Babe, du bist einfach so sexy. Ich weiß. Oh yeah, dann mach ein Kompliment über seinen Charakter. Und dann umarm ihn doch mal. Wow, das ist einfach so romantisch. Oh, wow. Baby. Baby, you light up my world like nobody else. Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Wenn eure Trommelfälle geplatzt sind, dann schickt mir die Rechnung. Wow, Nina haut mal wieder die besten Witze raus. Okay, dann halten wir jetzt mal so seine Händchen, weil den ersten Kuss, das traue ich mich doch nicht. Wow, das ist einfach so romantisch. So, Ruby, guck nicht so energisch. Ah. Wow, mein Herz. Okay, dann, schaut in die Sterne. Mann, ihr habt gerade noch so romantisch geredet. Warum machst du jetzt Eisemeisebo? Wer ist da? Geneva! Aha, sie wollte also auch mit Ryan hierher. Es ist eine alte Frau. Ryan wird also von alten Frauen angeflirtet. Okay, die zwei sitzen auf dem Sofa und schauen Fernsehen zusammen. Schön, die macht Hausaufgaben. Ja, dann sind doch alle zufrieden. Ist doch schön.
Guck mal, die denkt sich so, ey, na, Schnuckiputz. So, so. Wow, ihr habt echt einen schönen Ausblick. Also, da wäre ich auch gerne mal. Habt euch echt einen schönen Spot ausgesucht. Ich meine, hier könnte man ja echt was sehen, wenn es nicht so wolkig wäre. Aber es ist wolkig, deswegen seht ihr nichts. Okay, trauen wir uns doch ran. Trauen wir uns ran. Machen wir ihm noch ein Kompliment über seinen Charakter. Und sie möchte unbedingt angeln. Ist sie eine Anglerin? Nee. Okay, ihr seid alle glücklich und zufrieden. Schauen wir mal ganz kurz, was die hier so veranstalten. Ryan wird in 24 Tagen zum Senior. Sehr schön. Ihr könnt auch mal ein bisschen kuscheln. Geh mal aufs Sofa knuddeln mit deiner Frau. Ihr habt lange nicht... Oh, wir müssen auch noch heiraten. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Warte mal, wann ist hier... Ist morgen Mußetag oder in einer Woche? Nee, morgen ist Mußetag. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, dass wir morgen dann die Hochzeit stattfinden lassen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, aber eventuell. Dann küsst euch mal und knutscht einfach ein bisschen rum, ne? Wie in alten Zeiten. Ups. Warum kann ich die Wand nicht rummachen? Oh yeah. Im Arbeitszimmer, auf dem Sofa, während die Kinder alle nebenan sitzen. Oh, wow. Oh, seht ihr diese Hand? Habt ihr sie gesehen? Habt ihr sie gesehen? Das ist aber wow. Okay, war wieder zu Ruby. Sie ist gerade am Komplimente machen. Okay, er steht definitiv auf uns. Dann halten wir jetzt nochmal Händchen und sagen ihm, hey, irgendwie... Ich mag dich, Nate. Ich mag dich. Alfonso haut ab. Er merkt, dass er unangebracht ist. Bei Geneva haut auch ab. Ich wette, Zoe hängt hier noch irgendwo im Busch. Hier hinter dem Baum oder hinter dem Felsen oder so. Und? Was sagst du? Oh. Ruby Harris hat Nate Mason ihre Gefühle gestanden. Sie wird sich immer an ihre schwitzigen Hände erinnern, als sie ihre Gefühle erklärt. I feel you. I feel you, Ruby. Okay. Könnt ihr euch nicht immer... Bitte nicht immer weiter drehen. Hallo! Hör mal auf, euch zu drehen! Mir wird schwindelig! Sind die süß! Okay, und jetzt? Sie sind in einer Beziehung! Babys! Aber das ist natürlich alles noch ganz geheim. Davon darf keiner was wissen. Also haltet eure Schnauze. Ihr zwei, ne? Gedrückt werden. Oh mein Gott, die sind einfach so süß zusammen. So süß. Oh. Ich krieg mich nie ein. Ich weiß, ihr merkt es schon, aber... Das ist mein absolutes OTP von dieser Staffel. Einfach so süß. Okay, haltet noch ein bisschen Händchen und küsst euch und schmust rum. Könnt ihr euch eigentlich auch besaufen? Das wäre lustig. Das wäre richtig lustig. Könnt ihr nicht. Aber wir können ja hier ein Lagerfeuer machen. Und dann können wir so ein bisschen am Feuer sitzen. Und er soll mitmachen. Okay. Och, guck mal. Liva hat den kleinen Mikey auf dem Arm und schaut... was schaut ihr denn? Warum sind die Wände oben? Geht runter. Ach, ihr schaut gar nicht so schön. Das ist echt cool, das Programm. Das mag ich auch. Das gucke ich am liebsten im Fernsehen. Hallo, kann das mal laden? Was ist denn das hier? Aber ihr seid so süß. Ihr seid so schnuffelig. Ihr seid so knuffelig mit... Ach Gott, ist das süß. Oh Gott, das ist so süß. Könnt ihr euch eigentlich auch hier so reinsetzen und einfach chillen? Setz dich mal da rein.
Mein Herz. Mein Herz. Wie süß. Wie süß. Hey, guck nicht so. Okay, was machst du jetzt? Im Kinderbett legen. Aber braucht er nicht noch irgendwas? Oh doch, er braucht eine Menge. Levi, du musst jetzt dafür sorgen, dass er hier versorgt wird. Guck mal, die zwei. Verliebt wie eh und je. Wo ist eigentlich Riley? Ach, sie redet schon wieder hier mit ihrem imaginären Freund. Warte, lieber nicht ins Bett legen. Erstmal aufs Töpfchen. So. Dann kriegt er noch was zu essen und dann kommt er ins Bett. Oh, ist echt schon spät, ne? Wie wär's, wenn du mal nach Hause kommst? Verabschiede dich von deinem Bay. Wo bist du, Nate? Komm her, komm her, komm her. Wo ist er? Ah, er steht noch ganz geflasht hier. Okay. Bitten, Verabredung zum Enden. Es war so schön mit dir, Babe. Es war so schön. Ach ja, wir wollten ja noch ein Feuer. Okay, dann gehen wir erst ins Feuer. Komm, wir setzen uns ans Feuer. Am Feuer sitzen. Nein, 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 hört auf. Wir setzen uns ans Feuer und genießen die gemeinsame Zeit. Nate, 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 Nate. Komm mit, mach mit, bitte. Bitten, mitzumachen. Was ist das denn hier? Oh, Mikey hat auch gelernt, aufs Töpfchen zu gehen. Wie schön, das freut mich sehr. Ach, guck mal. Ach. Oh, das ist so romantisch. Du versaust es gerade. Elke! Wer bist du? Was willst du? Du versaust alles. Ruby, wär's, wenn du dein Date noch beendest? Kommt er jetzt tatsächlich mit? Ja, nimmst du ihn mit nach Hause? Ruby, das ist nicht meine Verantwortung. Das ist nicht meine Verantwortung. Wenn du meinst, du musst ihn jetzt mit nach Hause nehmen, dann ist es deine Verantwortung. Okay? Okay. So. Jetzt schauen wir mal hier, was, ob wir die jetzt hier alle unter Dach und Fach kriegen. Abby liegt schon mal im Bett, ist gut. Lieber hast du dem Kind das... ja, das stimmt. Ist mir gerade wieder eingefallen. Er hat Mikey das Kaki-Machen beigebracht. Er hat aber noch Hunger. Ryan, dann gibst du bitte deinem Kind was zu essen. So. Und danach kannst du nochmal auf Toilette gehen. Und dann legst du das Kind wieder ins Bett. Oh Gott. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt tatsächlich hier auftaucht. Es wäre nicht gut. Es wäre definitiv nicht gut. Warte bitte hier vor. Und? Okay, anscheinend kommt er nicht. Aber ihr seid doch noch auf dem Date. Okay, dann schicken wir ihm jetzt einfach mal hier ein SMS. Und zwar, um die heimliche Bewunderung auszudrücken. Auch wenn es nicht heimlich ist. Aber hey! Wir tun einfach so. Okay. Und ich würde sagen, ich beende den Part dann auch an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich wünsche mir von euch dann noch einen Namen für den Chinchilla. Ach ja, wir haben Ruby noch gar nicht, Riley noch gar nicht betrachten lassen. Egal, machen wir dann im nächsten Part. Ja, genau. Schreibt mir unbedingt einen Namen für den Chinchilla in die Kommentare und schreibt mir, wie wir die Story noch fortführen sollen und wie ihr das findet, wenn wir jetzt Levi dann mit mir anbändeln lassen sollen. Und schreibt mir jede Menge Sachen in die Kommentare, die euch beschäftigen, die ihr euch wünscht für dieses Let's Play. Und nein, wir werden kein Pferd holen. Weil ich diesen Kommentar ganz oft höre, dass wir uns noch ein Pferd holen können. Nein, werden wir nicht. Sorry, aber die sind mir viel zu stressig. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!